Der oberste Europäische Gerichtshof hat ein milliardenschweres Bußgeld der Kommission gegen Google bestätigt, reduziert aber die Höhe der Strafzahlung um gute 200 Millionen auf etwas über 4,1 Milliarden Euro. Die Klage des Internetriesen weist es im Wesentlichen ab. Verhängt wurde die Strafe 2018 wegen des Vorwurfs der Kartellbehörden, dass Google den Herstellern von Android-Mobilgeräten und den Mobilfunknetzbetreibern rechtswidrige Beschränkungen auferlegt hat, um die marktbeherrschende Stellung seiner Suchmaschine zu zementieren. Es wird nicht das letzte Urteil im Streit zwischen Google und der EU-Kommission sein. 2017 gab es mit dem Vorwurf des unfairen Wettbewerbs bei der Shopping-Suche eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro. Auch hier setzte sich die Kommission vor Gericht durch. Dieses Verfahren landet nun ebenfalls vor dem Europäischen Gerichtshof. 2019 kamen knapp 1,5 Milliarden Euro Strafe dazu, weil Google aus Sicht der Kommission bei der Suchmaschinenwerbung andere Anbieter unzulässigerweise behindert hatte. Google wehrte sich auch gegen diesen Beschluss. Verhandelt wird in einigen Monaten.